Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Da vorne läuft unser Questziel durch die Gegend und wir laufen ihm direkt hinterher, denn wir wollen dafür sorgen, genau wie beim letzten Mal, dass die Diebesgilde wieder ihren Glanz zurückerhält. Und dazu sprechen wir mit Thorsten Grausammeer. Der Ernst tut mir ein bisschen leid. Hallo. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. Aber auch depressiv ist falsch gesagt, deprimierende Namen, muss man sagen. Devil Mary hat gesagt, ihr hättet einen Job für mich, der auch der Diebesgilde deutlich weiterhelfen könnte. Meine Tochter Fjotli. Sie wurde vor ein paar Monaten ermordet. Sie lag in ihrem eigenen Blut auf dem Boden. Ich glaube, sie waren hinter ihren Wertsachen her. Sie trug immer viel zu viel Schmuck in der Öffentlichkeit. Als ich ihr sagte, dass sie das noch ins Grab bringen würde, hätte ich nie gedacht, dass... Oh Mann, okay. Ich kann euch versichern, dass es niemand von der Gilde war, denn die Diebesgilde tötet ihre Zielperson nicht. Ihr müsst nichts erklären. Mir sind die Methoden eurer Gilde wohlbekannt. Ich habe Wochen gebraucht, um den Mörder zu finden. Er ist auch noch ein verdammter Altmeer. Könnt ihr euch das vorstellen? Okay, und was genau ist mit ihm geschehen? Sagen wir es einfach so. Ich glaube an das Prinzip Auge um Auge. Er war Dieb in einer Art neuer Gilde, die sich hier formiert. Er gab mir wertvolle Informationen, bevor... Nun ja, ihr wisst schon. Die Stadtwachen können es auch nicht in Ruhe lassen. Naja, was genau soll ich also tun? Soll ich etwa diese ganze Gilde ausschalten? Wie ich es Delvin schon gesagt habe, denke ich, dass wir uns gegenseitig helfen können. Ihr holt, wonach ich suche, und schaltet dabei eine rivalisierende Gilde aus. Das klingt eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, es geht wohl um etwas, das die Fjolti gestohlen haben, richtig? Es scheint jedoch etwas materieller zu werden. Genau. Eines der Stücke, das sie ihr gestohlen haben, war ein Silbermedaillon. Ein Erbstück der Familie Grausammeer. Ich möchte es zurückhaben. Ah ja, darum geht es also. Ja, wo fange ich denn am besten an? Niranje ist der einzige Name, den ich habe. Sie besitzt ein Haus hier in Windhelm. Dort solltet ihr mit der Suche beginnen. Ich hätte Abenteurer wie ihr werden sollen, nicht Bauer. Tja, du sagst es, dann wäre deine Tochter wahrscheinlich jetzt noch am Leben. Oh, okay. Das war nicht allzu weit. Okay, dann haben wir hier scheinbar die erste Spur, die wir aufnehmen können. Fliegen die Schwerter? Kennt ihr Talus? Er hat das Kaiserreich gegründet. Ja, ja. Hallo Niranje. Ja, kann ich euch behilflich sein? Ja, in der Tat. Ich bin wegen Fjotli hier. Fjotli? Fjotli? Wo habe ich diesen Namen nur schon gehört? Ach, natürlich. Das arme Mädchen, das ermordet wurde. So ein hübsches junges Ding. Eine echte Tragödie. Und das hat sich sehr nach heuchlerischem Mitleid angehört. Ja, spart euch das lächerliche Theater. Ich weiß, dass ihr etwas mit ihrem Tod zu tun habt. Wie könnt ihr es wagen? Ihr beschuldigt mich der Beteiligung an einer derart ruchlosen Tat? Allein dafür sollte ich euch verhaften lassen. Und das wirkte noch gespielter. Ihr seid vielleicht ein ganz schön anständiger Dieb, aber ein furchtbarer Schauspieler. Ich habe leider keine Ahnung, wovon ihr redet. Nun ja, aber erzählt mir alles, sonst erteilt euch das gleiche. Sonst erteile ich euch das gleiche Schicksal wie Fjolti. Sonst ereilt. Ach Gott, peinlich. Sonst ereilt euch das gleiche Schicksal. Ich denke mal, einschüchtern müsste bei unserer Stärke gut funktionieren. Wartet einen Moment. Denken wir darüber nach. Ihr wisst schon, besprechen wir sie wie zwei vernünftige Leute. Ja, ich bin ganz Ohr. Hört zu, ich hatte keine Wahl. Sie sind verrückt. Sie hätten mich umgebracht. Wer genau? Es ist eine Gilde von Altmeerdieben. Sie nennen sich die Schatten von Somerset. Ihr Anführer Linway ist der Schlimmste der ganzen Bande. Er bestiehlt die Toten. Ah ja, es heißt also, er tötet seine Zielperson. Nein.
Linwe bestiehlt die Verstorbenen. Er gräbt die Leichen aus, bricht in die Halle der Toten ein. Er hat sogar ein Medaillon vom Körper dieses armen, ermordeten Mädchens genommen. Oder was davon noch übrig war. Das ist ja wirklich grausam. Aber wie seid ihr denn da hineingeraten? Was habt ihr damit zu tun? Ich habe vor langer Zeit als Hehler für die Diebesgilde in Himmelsrand gearbeitet. Als Linwe hierher zog, wandte er sich an mich und sagte, wenn ich nicht als Hehler für ihn arbeiten würde, würde er mich umbringen. Okay, dann sagt mir, wo Linwe sich versteckt und ich kümmere mich darum. Wenn ich es euch sage, müsst ihr versprechen, dass ihr mich nicht tötet. Ich wäre ein echter Aktivposten für die Diebesgilde. Ich bin einer der besten Hehler in Himmelsrand. Na gut, ich werde euch nicht umbringen. Das ist nicht unsere Art. Ich möchte nur den Aufenthaltsort wissen. Linwe versteckt sich in einer Höhle bei den flüsternden Hügeln. Er hat seine ganze Gilde dort, also seht euch vor. Wenn ihr all das erledigt habt, könnt ihr jederzeit wieder zu mir kommen und ich werde meinen Teil des Handels erfüllen. Er hat seine Gilde, wir haben unsere Klinge, aber okay. Reise zur Höhle bei den flüsternden Hügeln, das machen wir dann später. Was ist denn mit Fjordli geschehen? Wie ist sie gestorben? Warum ist sie ermordet worden? Oh, ich weiß nicht. Es heißt, sie sei ermordet worden. Abgeschlachtet von einem Verrückten. Ich versuche mich eigentlich aus dererlei Dingen herauszuhalten. Thorsten mag vielleicht denken, dass Linwe oder ich für Fjordlis Tod verantwortlich sind, aber ich kann euch versichern, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Mhm. Und wie lange seid ihr schon hier in Windhelm? Ich bin gerade von den Somerset-Inseln hierher gekommen. Jede Menge Möglichkeiten in Himmelsrand. Ah ja. Und ihr werdet hier also nicht so schlecht behandelt wie die Dunkelelfen, oder? Immerhin habt ihr einen eigenen Marktstand. Zuerst war es schwierig. Die Nord dieser Stadt sind Fremden gegenüber bestenfalls misstrauisch. Aber mit der Zeit habe ich die richtigen Freunde kennengelernt und mich als nützlich genug erwiesen, dass sie mir keinen Ärger mehr machen. Die Dunkelelfen sind zu stolz und zu naiv, um zu verstehen, wie die Dinge wirklich laufen. Und darum wohnen sie weiter in diesem Elendsviertel. Naja, sich dem Nord zu fügen ist aber vielleicht auch nicht die beste Art und Weise. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich euch getäuscht habe. Kommt wieder, wenn das alles vorbei ist. Dann sprechen wir über mein Engagement in der Diebesgilde. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, das passt nicht. Gut, ja, ich weiß, ich glaub dir auch. Okay, die flüsternden Hügel, wo ist das denn? Huch. Reise zur Höhle bei den flüsternden Hügeln, bin ich blind? Ah, da. Ja, die Höhle haben wir bereits entdeckt. Ich würde die auch gerne auswählen, aber... Hallo? Achso. Ja. Gerne. So. Gut, da würde ich sagen, auf geht zu den Höhlen beim flüsternden Hügel. Wenn da jetzt eine ganze Diebesgilde auf uns wartet, bin ich mal gespannt, inwiefern da jetzt meine Erwartungen nicht enttäuscht werden. Ich erwarte jetzt wirklich eine Diebesgilde wie die unsere, aber ich denke mal, dem wird nicht so sein. Weg mit unserer Markierung. Okay. Habt ihr Diebesgildenklamotten an? Die kann man natürlich nicht mitnehmen, wäre zu schön gewesen. Schatten von Somerset, ah ja. Bringe Fjoltis Silbermedaillon in deinen Besitz, das sollte nicht allzu schwierig werden. Das heißt, wir haben eine Höhle zum Ausräumen, das ist auch mal wieder was Schönes. Wir werden jetzt mal versuchen, hier mit dem Bogen durchzukommen, habe ich mir überlegt. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen Bogen-Action im Nahkampf sollte auch nicht schaden.
So viel dazu. Und ich muss sagen, die Schnellspannfertigkeit, zack, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So was sieht man auch nicht alle Tage. Nö, das stimmt. Danke für den Hinweis, Aeda. Ich hätte vielleicht gar nicht hochgeguckt. Okay, das war ein kurzer Prozess. Da geht's auch lang. Aela, warte mal eben. Dass wir Aela auch schon einen Drachenknochenbogen gegeben haben, ist echt der helle Wahnsinn. Ich glaube, hier geht's auch runter, oder? Ja. Nein, nein, da ist niemand. Okay. Wir spielen aber immer noch auf Experte. Ja gut, ich wollte schon was sagen. Man weiß ja nie. Diamant, Dietrich, Gold, Saphir. Dankeschön. Also bis jetzt klappt es, wie ich finde, ganz annehmbar. Also es ist in Ordnung. Es könnte natürlich besser laufen, aber... Das glaube ich auch. Okay. Na, verdammt. Okay, trotzdem mit einem Pfeil erledigt. Ich glaube, die sind gar nicht so stark, wie man denkt. Oh, oh. Autsch. Ja, die Schnellspannfertigkeit hat sich gelohnt. Entschuldigung, Aela. Ja, das ist gut, dass du weiter Aela angreifen willst. Weißt du was? Hier, hier, hier und auf Wiedersehen. So, da haben wir mal ein bisschen zu brachialeren Mitteln gegriffen. Wir haben unseren Helm auch gar nicht mehr auf, habe ich gerade gesehen. So, Linwe, Dedricher Pfeile, Ebenerzpfeile, Falmerpfeil. Da haben wir das Silbermedaillon, ist jetzt gar nicht so wertvoll. Und seine ganze Diebesrüstung. Sehr schön. Linwes Rüstung. Ausdauer um 15 Punkte. Schleicht verbessert. Schick. Einzigartige Rüstung. Die helle Diebesrüstung, die ich unbedingt immer haben wollte. Hier haben wir sie bekommen. Oh, interessant. Wo habe ich eigentlich den Bogen? Da ist der Bogen. So. Den haben wir auch erledigt. Gold nehme ich mit. Das dann wohl das Wappen oder das Symbol dieser okkulten Diebesgilde. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Den Göttern. Ist schon brutal, oder? Wenn man die mit den Pfeilen erledigt, fliegen die immer so durch die Gegend. Oh wei, oh wei. So. Da sind wir mitten in ihre Schlafräume geplatzt. Ein Buch für unsere Büchersammlung. Ein Heiltrank, können wir alles gut gebrauchen. Weitere Bücher. Kolb und der Drache. Das hört sich, das sieht ja mal schick aus. Wie gesagt, es ist einfach Wahnsinn, was sie hier an Büchern mit eingearbeitet haben. Das brauchen wir nicht. Gold, Rolle des Chaos, Rubin,
Stab brauchen wir auch nicht. Kerzenschein können wir gerne ins Bücherregal stellen. Ich mag Zauberbücher. So. Ich bin gespannt, ob wir hier auch wieder einen schnellen Ausgang finden werden. Hoch. Das ist aber verwirrend. Jetzt haben wir hier diese beiden Zellen aufgemacht. Ach so. Das sind einfach nur kleine Zellen. Drei Stück und drei Hebel. Aber hier drin ist gar nichts. Ah ja. Okay. Sehr schön. Macht zwar nicht so viel Sinn, aber gut. Das heißt, haben wir das hier auch erledigt. Und damit haben wir den dritten der vier Händler oder der vier Unterstützer der Diebesgilde davon überzeugt, die Diebesgilde wieder zu unterstützen. Hat doch was. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier lang. Das müsste auch einfach nur nach oben führen. Sehr schön, meine Güte. Also, letztlich entdecken wir jetzt doch noch die ein oder andere Bedeutung hinter der ein oder anderen Höhle, die wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben. Und wie gesagt, es ist natürlich nicht gerade das Kreativste oder das Abwechslungsreichste, was es hier in Skyrim zu entdecken gibt, dass man hier immer wieder diese Bilanzfälschungen macht und sowas, aber wie gesagt, ich möchte gerne alles bieten und da gehört das einfach dazu. So. Eine Schnellreise zurück zur Diebesgilde. Die Höhle ist jetzt auch abgeschlossen, das war sie vorher auch nicht. Das ist eine schöne Nachricht. Auf zurück zur Diebesgilde, auf zurück zu Delvin. Und dann haben wir diesen Teil der Geschichte auch erledigt. Und langsam aber sicher haben wir dann auch tatsächlich die Diebesgilde endgültig hinter uns gelassen. Die Aufgaben tritt näher an die Sucherin heran und sowas werden wir natürlich nicht machen, da es, ihr seht es selber, es gibt auch unendlich viele Bilanzfälschungen. Das macht keinen Sinn, da jetzt einfach immer wieder neue Mordaufträge zu erfüllen, bloß um Mordaufträge zu erfüllen. Also wenn, dann möchte ich schon gerne auf irgendetwas hinarbeiten, wie jetzt hier in diesem Fall, aber ansonsten werde ich die Aufgaben dann nicht zeigen. Es ist ja im Nachhinein immer das Gleiche, bei der Bruderschaft bekommt man halt immer wieder diese Mordaufträge. Wirklich viel passieren tut da ja auch nicht. Hier hat man wirklich halt am Ende dieses Ziel, aber bei der Bruderschaft fehlt das halt. Daher werde ich die Aufgaben dann nicht im großen Stil zeigen. So, Delvin. Ja, die Aufgabe ist nicht erledigt, weil ich, glaube ich, nochmal zu Thorsten Grausam mehr zurückgehen muss. Ich, Nasenbär. Auf zur Zisterne. So. Wie gesagt, die Rüstung hier ist das, glaube ich, die wir gerade gefunden. Ne, nicht die. Die. Wir ziehen sie bei ihm an. Das interessiert mich. Jetzt, ich wollte hier unbedingt die helle Rüstung haben. Ja. Cool. Genau die Rüstung, die ich unbedingt die ganze Zeit haben wollte. Kann man ein bisschen tragen, oder? Tragen wir die mal ein bisschen. Wir werden jetzt wahrscheinlich innerhalb von ein paar Sekunden sterben, weil wir nur noch ein Drittel von dem Schaden aushalten können. Aber trotzdem, wenn wir die jetzt mal gefunden haben, dann wollen wir die auch anziehen. So, auf zurück nach Windhelm. Wie gesagt, jetzt sieht man langsam, dass man also doch diese Rüstung bekommen kann. Ich habe mich ja damals wahnsinnig geärgert, dass man nur die dunkle, lederartige Diebesgildenrüstung bekommen hat. Und da sieht man jemand an, wenn man die Aufgaben weiter verfolgt, bekommt man auch die hellere Rüstung mit einer Weste im Nachhinein. Die ganzen Drachenpriestermasken haben wir auch schon gesammelt, meine Güte. Ist echt Wahnsinn, was wir schon alles gefunden haben und gemacht haben. Sagt nicht, der ist jetzt irgendwo hier draußen, ganz weit vor dem... War ja klar, während wir hier hingereist sind, ist der weggegangen. Die Armbrüste haben mich ja nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen. Also... nee. Da bin ich doch lieber, aber war ja schon immer bei mir so. Auch in Gothic war ich auch schon eher der Bogenfreund. Armbrüste haben mich noch nie wirklich begeistert. So, ich dachte schon, der ist jetzt schon wieder zurück in der Stadt. Das wäre echt lustig gewesen. Weizen, ihr wisst ja, zur Herstellung von Heiltränken wichtig, aber ich denke mal, dass... Das brauchen wir die nächste Zeit auch nicht mehr. Und wehe, der Drache tötet unseren guten Questgeber. Dann kriege ich den totalen Nervenzusammenbruch.
ich muss nicht kämpfen, mein lieber Drache. Es sei denn, du willst unbedingt. Der sieht sehr bedrohlich aus. Ich sollte mir, glaube ich, für den Drachenkampf doch die andere Rüstung anziehen. Es ist ein verehrter Drache. Ich glaube, so einen haben wir noch nie besiegt. Es ist, glaube ich, sogar der stärkste Drachentyp des Spiels. Kraftverzehrer, den sollten wir dann auch auf jeden Fall benutzen, ja. Schön, dass der uns auch negative Effekte verpasst hat. Und schön, dass der ordentlich viel Schaden raushaut, meine Güte. Owei, owei. Ich überlege gerade, haben wir Drachenfall. Drachenform haben, also uns kann eigentlich nichts passieren. Okay, uns kann eigentlich nichts passieren. Wo bist denn du, mein Lieber? Okay, das war knapp. So, dann ein Trank der Ausdauer. Nehmen wir mal die ganzen Tränke auf, dann haben wir mehr Platz im Inventar. So. Ja, wobei ich sagen muss, also wir haben nicht viel Heilung dabei eigentlich. So, dann einmal Heilung. Ja gut, höchste Heilung heilt ja alles. Egal, brauchen wir jetzt. Ewige Ausdauer. Dann sollte der Drache erledigt sein. Kleines Mistvieh. Habe ich noch nie gesehen, so einen Drachen. Habe ich noch nie gesehen. Meine Güte. Aela, was sagst du? So ein harter Brocken. Verehrter Drache, Diamant, Drachenknochen, Drachenschuppen. Ja. Schick, meine Güte. Ein verehrter Drache, eine erfolgreiche Diebesgildenaufgabe, das ist meine super Aufnahme. Und ich bin gespannt, ob wir auch hier eine super Belohnung erhalten. Oh, ein Khajiit. Geht weiter, Freund. Ich habe heute nichts zu verkaufen. Das sieht aber gruselig aus. So. Thorsten? Der hieß doch Thorsten, oder? Sag nicht, der hieß nicht Thorsten, das wäre peinlich. Thorsten, warte bitte mal eben. Es kann nicht sein, dass du vor mir wegläufst. Der geht echt wieder in die Stadt. Ist schon klar. Wir sind quasi aneinander vorbeigereist. Hallo. Mir gehört der Frostdistelhof außerhalb der Stadt. Ehrliche Arbeit, wenn auch ein bisschen eintönig. Da war ich auch gerade. Ja, ich habe das Medaillon deiner verstorbenen Tochter. Es schmerzt mich, dieses Medaillon zu sehen und an Fjordli erinnert zu werden. Aber ich bin froh, dass es wieder dort ist, wo es hingehört. Sagt Elwin, dass er meine Unterstützung für die Diebesgilde in Windhelm hat, falls er sie noch wünscht. Dankeschön. Halskette der Regeneration ist also unsere eigene Belohnung. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, auf zurück zur Diebesgilde. Auch hier haben wir damit einen weiteren Unterstützer der Diebesgilde gefunden. Und beim nächsten Mal werden wir dann so viele Aufträge erledigen, bis wir den letzten Auftrag freigeschaltet haben. Und dann haben wir tatsächlich alle 4 Unterstützer für die Diebesgilde gefunden. Wird auch langsam Zeit, wie gesagt. Es kostet einiges an Zeit, aber es lohnt sich definitiv. Ein verehrter Drache. Meine Güte. Ich bin echt überrascht. So, rein da. Und ich glaube, mit der Diebesgildenrüstung hätten wir den nicht hinbekommen. Denn der Schaden, den der verursacht hat, der war letztlich doch enorm. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. So, und ich würde sagen, auf geht's zurück
In die Zisterne, in die zersplitterte Flasche meine ich. Und dann sehen wir mal zu, was Delvin zu sagen hat. Es fehlt ja nur noch ein letzter Händler. Und dann haben wir hier unser Werk erfüllt. Delvin? Such dir nach Arbeit. Ja, aber die Arbeit in Windhelm ist erledigt. Thorsten war sehr erfreut darüber, dass der Tod seiner Tochter gerecht und ihm das Familienerbstück zurückgebracht wurde. Er hat sich bereits daran gemacht, die Basis für einen Gildenstützpunkt in Windhelm aufzubauen. Ich wünschte, ihr hättet diesen Anfängern von den Schatten von Somerset eine noch klarere Botschaft zukommen lassen. Aber vielleicht halten sie sich jetzt ja aus unseren Geschäften heraus. Erfolg bedeutet, dass die Gilde wächst. Wir haben einen weiteren Händler und einen neuen Rekruten aufgenommen. Das Leben als Dieb ist für euch wie geschaffen, nicht wahr? So etwas habe ich jedenfalls noch nie gesehen. Ehe ihr euch verseht, wird euch sogar Vex Respekt zollen. Das wäre doch mal etwas, oder? Ja, ist ja nicht so, dass die von Somerset alle tot sind oder sowas. Ich glaube nicht, dass von denen noch irgendeine Gefahr ausgeht. Aber okay. Ja, sagen wir auch das mal wieder. Das haben wir schon dreimal erzählt, aber trotzdem nicht, dass dadurch nachher der Auftrag blockiert wird. Der letzte. Ihr wisst, was ich meine. Bla 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 bla, das kennen wir bereits. Zusätzliche Aufträge, genau. Genau, Bilanzfälschungen. Ja, das kennen wir mittlerweile. Ja, würde ich sehr gerne. Ja, mache ich. Wex. Neue Aufträge, ja, das höre ich gerne. Ja, gerne möchte ich gestohlene Sachen unterschieben. Ja, ja, das schaffe ich. Dankeschön. So, sehen wir mal ganz schnell nach, wer der neue Händler ist. Hier fehlt immer noch einer. Hier haben wir diesen Händler, hier haben wir jenen Händler und hier haben wir einen neuen Händler, und zwar einen Schmied. Man nennt mich nicht umsonst den Glutmeister. Was benötigt ihr? Hallo Arnskar. Sucht ihr den besten Schmied in Himmelsrand? Ihr habt ihn gefunden. Das glaube ich eher weniger. Na, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Naja, ich meine, sein Repertoire reicht bis Zwergisch. Wir können Dedrisch und Drachenknochen herstellen. Finde ich jetzt nicht so überzeugend, was er zu bieten hat. Silberbarren können wir verkaufen, brauchen wir eh nicht. So, gut, Wiedersehen. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, Leute, wie bereits gesagt, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter. Wir werden uns dann um die Aufgaben kümmern, bis wir den letzten Sonderauftrag freigeschaltet haben. Das war es aber erstmal hier. Wir haben einen weiteren Auftrag erfüllt. Wir haben eine kleine Gilde ausgerottet. Und beim nächsten Mal werden wir unsere Gilde wieder zur größten machen, die es jemals gab. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.